Sägewerkbetreiber ist noch... Oh, ich sehe ein Enderal-Zeichen. Der Sägewerkbetreiber ist hier nur gerade in der Mittagspause, schmiert sich gerade ein Butterbrot oder irgendwie sowas. Und Sana kommt daher. Oh, was ist denn das hier? Oh, das ist aber schön. Oh, ein paar Lederstreifen, das nehme ich alles mit. Und der Typ hat sich die Lederstreifen extra nur aufbewahrt, dass seine Hände nicht so schmerzen, wenn er ständig hier am Arbeiten ist, um sich so noch ein paar Handschuhe draus zu machen oder um die Arme die Lederstreifen, um die Hände rüber zu binden. Und Sana'a nimmt sich das einfach weg. Unfassbar unhöflich. Stone, aber wenn wir mal ehrlich sind, sind das alles nur Spekulationen. Du bist ein Spekulatius, du kannst mich mal. So. Aber ich hoffe, dass der Hin... Oh. Oh, Quecksilber sogar. Ich hoffe, dass der Hinweis jetzt nicht einfach nur ein Hinweis auf das Enderal-Zeichen da drüben war. Weil das würde nämlich genau hinkommen, ne? Auf der anderen Seite vom Fluss und genau in diese Richtung. Vielleicht finden wir aber noch irgendetwas. Wäre ganz nett, wenn es da noch irgendwo eine Kiste gäbe oder irgendwie sowas. Ich will hier meine 150 Groschen. Ne? Ist ja klar. Dass die sich gelohnt haben. Oh, oh, oh. Ich sehe hier noch eine Eispranke. Eine extrem gut versteckte, halb im Berg verschwundene Eispranke. Aber Eispranke ist Eispranke. Yes! Oh, Edelsteintruhe. Oh, Schmuckschatulle. Hallo. Ring des Lichtpaten ist der zweite Ring von denen jetzt. 275 Wert, ausgezeichnet. Oh, 129, 1. Damit? Nur eine Münze? Aber das ist auf jeden Fall insgesamt mehr wert als die 150 Groschen. Hatte ich schon gehofft, es ist ja hier mehr Aufwand gewesen. Gibt es eine Höhle hinter dem... Hui! Ich werde... Also, falls man sich nun gefragt haben sollte, warum ich getaucht bin, das war nicht freiwillig, der Wasserfall hat mich weggedrückt. Okay. Sehr nice. Interessant. Also ohne die Schatzkarte wäre ich niemals auf die Idee gekommen, da nachgucken zu gehen. Vielleicht auf der Enderal-Zeichenjagd oder irgendwie sowas. Aber ansonsten ist jetzt diese Ecke hier fertig da oben. Das sieht nicht aus wie etwas, wie ich, wo ich hinklettern könnte. Und von hier aus leuchtet mich da auch nichts an. Das Enderal-Zeichen war sowieso das Wichtigste, ist klar. Und das bisschen extra Kohle, das verachtet man selbstverständlich sowieso nicht. So, dann ist die nächste Frage. Was machen wir jetzt? Ich würde persönlich sehr gerne noch ein, zwei Schritte weiter in der Hauptquest weitermachen. Dass wir erstens... Und das ist auch so das Wichtigste. Und ich bleibe auch erstmal bei erstens. dass wir in den Orden richtig aufgenommen werden. Dass die Leute uns da mehr respektieren. Ich meine, einigen wird das trotzdem nicht passen, dass wir da sind, so wie er schon gesagt hat. Aber ich würde sehr gerne hier so, ne? Dass die Leute mich auch ein bisschen richtiger willkommen heißen. Das wäre sehr nett und sehr schön. Alter Getreidespeicher. Braucht einen Schlüssel. Okay. Habt ihr eigentlich irgendwas zu melden, ihr Bauern? Nee, du bist einfach nur ein Bauer. Okay. Kann ich euch irgendwie mit der Ernte helfen? Ich meine, wenn ich schon hier bin. Nein? Okay. Da ist sogar Stehlen dabei, siehste mal. Gut, gut. Dann, oh, guck mal, hier in der Mühle, die haben wir auch noch nicht genauer erkundet. Gab's hier sonst noch irgendein Haus zum Betreten? Ich meine, ne, Enderal-Zeichen und so weiter? Ich glaube, nein. Nur den Kornspeicher. Da ist der Sonnentempel. Nice. Ich glaube, ich werde dann tatsächlich gleich noch eine Teleportschrulle benutzen. So eine Weihnachtsschrulle als ein Teleport. Erstmal reinbeißen. Oh, der Zuckerguss. Alter, das ist hier der Sana. Hätte dann sofort erstmal 100 Kilo mehr auf den Rippen. Aber es wird sich lohnen. Schneller reisen und dick werden. So wie mit Autos bei uns, bloß extremer. So, Moment. Lass mich hier raus! Habe ich hier irgendwas Feines unter Wasser? Nein. Also, Enderal-Zeichen unter Wasser wären auch ganz schön asozial hier, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Hi! Die Wassermühle. Welch ein fundamentaler Name. Oh, diesmal darf ich sogar rein, ohne dass mir der Arsch aufgerissen wird. Beziehungsweise ohne, dass ich das Ding aufknacke oder so. Guten Tag, wen haben wir da? Der liebe Herr Bauer, schöne Trophäen habt ihr da. Was war das für ein Geräusch? Bin ich gegen eine Metallplatte gelaufen, oder? Schwing! Oder soll das ein Dungeon sein? What the fuck? Nein, tatsächlich nichts.
Ich bin gerade hardcore. Ja, tatsächlich hardcore. Achso, Moment kurz. Haben wir noch irgendetwas vielleicht zum Kochen? Ich habe noch Fleisch bei mir. Oh, den kann ich nicht... Selbst Fleischsuppe brauche ich eine Beinkeule. Ich habe Fleisch bei mir im Inventar, also wirklich nur Fleisch. Wie es aussieht, bringt mir das aber nur wirklich was, wenn ich halt, ne, also nur mal um zu zeigen, was ich genau meine. Ich habe hier, schau dir an, wo ist es? Eisbranke, sehr gut. Hier, Fleisch. Interessant, dass ich das für nichts verarbeiten kann. Da geht, wie es aussieht, wirklich nur Geflügelfleisch oder Ziegenfleisch oder was auch immer. Merke ich mir für Zukunft. Das heißt, das Fleisch können wir einfach wegfuttern. Jetzt habe ich das die ganze Zeit aufbewahrt, weil ich mir das anbraten wollte. Genauso wie den Lauch, weil angebratenen Lauch kann man ja finden. So, ich gebe noch nicht auf. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Das allererste Enderal-Zeichen, was noch Teil vom Tutorial war, das hat man im Inneren einer Ruine gefunden. Aber ich meine tatsächlich, ansonsten hätte man jedes einzelne... Genau, hier ist sonst nichts. Jedes einzelne bisher in einem Außenbereich gefunden. Ich weiß noch, in Nerim waren sie gemischt, mal außen, mal innen. Und ich weiß noch, dass einige der Dinger auch auf einem Bauernhof relativ am Anfang von Nerim zu finden waren. Und, oder nee, vor Erotin war das. In einer Bauernsiedlung, da waren einmal im Außenbereich, war ein Nerim-Zeichen. Und einmal hatten wir auch noch, nicht nur im Außenbereich, sondern, wie hieß das? Ach so, genau, hinter dem einen Bauernhof, halt im Außenbereich. Und einmal in, ich glaube, dem Chef der Siedlung, Bürgermeister, irgendwie sowas. Mit dem konnte man jetzt nicht sprechen, der hatte keine Quest oder sonst was. Aber dort auf seinem Dachboden war auch nochmal etwas. So. Dann, ich dachte mir, wir gucken uns was Neues an, und zwar den Myradenturm-Ark im Außenbereich. Ich wollte jetzt tatsächlich nochmal komplett reinlaufen und mir das Ding nochmal genauer anschauen. Wir haben 12 Uhr mittags, das sollte noch in Ordnung sein. Hm? Aber Verladetum ist auch abgeschlossen. Wobei in Nerim, in Erotin selbst, waren auch Enderal-Zeichen innerhalb von abgeschlossenen Bereichen. Also das scheint dann nicht so unbedingt... exklusiv zu sein. Hier das schöne Pferd namens Darius. Die viel wichtigere Frage ist, gibt es auch Pferderüstungen? Das weiß ich selbst nicht. Ich meine, egal wie die Antwort dazu lautet, ich stehe natürlich weiterhin, ist ja klar, zu meiner Bonnie, zu meiner treuen, feinen Eselin. Ich könnte mich niemals von meinem Esel verabschieden. Madame. Esel größer als Pferd... Always. I cry every time. So. Hi. Hallo. Hallo. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Ich möchte gerne... Oh, shit, vergessen. Herzlandgrenze oder hinteres Herzland? Ich meine, es wäre Herzlandgrenze. Oh, ich kann nicht mehr raus. Dammit. Warte, zurück. Ah, okay. Schrei. Unos momentos. Herzlandgrenze, glaube ich, ne? Genau, perfekt. Dann haben wir jetzt alle kleineren Sachen erledigt, die ich machen wollte. Und dann können wir jetzt rüber unser Aufnahmeritual erledigen gehen. Wohin soll's gehen? Das Zimmer. Neuen Ort entdeckt. Wo sind die Herrschaften? Wo ist mein Myrade? Da, guten Tag, was für eine Stimme hast du? Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Oh, er hat mich sogar mit Dame angesprochen. Welch eine sympathische, flirtende und tolle Stimme. Hi. Oh, da sind die beiden Novizen und der Chefe. Hier gibt's nichts zu sehen. Geht weiter. Aber ich bin extra hierher gekommen. Großmeister Arantial schickt mich. Ich soll die Prüfung zum Hüter ablegen hier? Ah ja. Dann seid ihr also das Wunderkind. Hallo. Ich hatte was anderes vor Augen. What? Ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Die Novizen werden jahrelang auf die Prüfung vorbereitet. Und so sehr ich den Großmeister respektiere, das hier halte ich für leichtsinnig. Also noch einmal im Klartext. Es wird gefährlich. Das muss euch bewusst sein. Natürlich. Easy, yeah. Ich glaube, wenn ich so rüberkomme, dann würde er mich hassen. Viele Dinge sind gefährlich, in der Regel die interessanten. Oh, wie draufgängerisch. Es ist mir klar, aber so wie der Großmeister das ausgedrückt hat, habe ich wohl nicht wirklich eine Wahl, wenn wir alle weiterleben wollen. Genau. Wie selbstlos von euch. Aber schön, wie ihr wollt. Ja! Dann wird es von mir zuteil, die erste Wegelose in der Geschichte des Ordens zur Hüterin zu erheben. Welch eine Ehre. Los, gebt mir das Päckchen vom Großmeister und sagt euren Mitstreitern Hallo.
Ja, ja, nimm dieses scheiß Päckchen, Mann. Mir alles egal hier. Du tust so, als ob ich das aus freien Stücken wollte, als ob ich mich mir selbst eine Ehre erweisen wollte dadurch. Aber nein, das ist ja alles Konvention. Ich muss das machen. Hi. Ich will es nicht hören. Was? Euer Geschwafel, ich will es nicht hören. Verschwindet einfach. Dunvar? What the fuck? Ihr Wünschprinzessin, hütet eure Zunge. Was ist euer Problem? Mein Problem? Mit diesem Land geht es bergab. Und ihr seid der lebende Beweis dafür. What? Erst wird diesen eremesischen Wildmagiern erlaubt, auf dem heiligen Tempelboden herumzulaufen, als wäre es der eines Bordells. Dann werden irgendwelche Söldner angeheuert. Und jetzt sollt ihr, eine Fremdländerin, eine Weglose, plötzlich die Siegelweihe erhalten. Ja. Wir haben jahrelang dafür trainiert, hier sein zu dürfen. Und ich dachte bislang, dass dieses Land Traditionen und Glauben achtet. Aber dem ist scheinbar nicht so. Jetzt geht mir gefälligst aus den Augen. Dunvar, ich glaube, wir werden keine Freunde. Aber ich kann dich verstehen, wenn du so lange trainiert hast. Es ist so dunkel, ich möchte dein Gesicht richtig sehen. Wen haben wir denn da? Kalia? Was? Oh, hallo. Ihr seid der unerwartete Zuwachs, richtig? Das Wunderkind? Manche nennen mich so. Angeblich bin ich das, ja, aber ihr dürft mich gerne einfach Sana nennen. Das wäre mir lieber, ja. Das geht auch besser über die... Oh, Kalia findet das sympathisch? Ich bin Sakarisch, meines Pfades Novizin und Anwärterin des ersten Siegels. Ich habe gehört, was ihr in Altraschengrad getan habt. Dass ihr allein die Forschungen gerettet und die Söldner zurückgedrängt habt, meine ich. Mein Respekt dafür, wirklich. Es zeugt von Mut und Opferbereitschaft. Da haben wir die zweite Kandidatin. Einmal Jesper und jetzt hier die zweite Person, die bei dir was sympathisch fand. Mit Opferbereitschaft hat das nicht viel zu tun. Diese Kerle hatten es nicht anders verdient. Außer den Splittern habe ich nicht viel retten können. Eure Leute waren bereits tot. Das war mehr Zufall als Entscheidung. Ich scheine Ärger einfach anzuziehen hier. Ja, ja, die Kerle hatten es nicht anders verdient. Ja, sind wir bescheiden. Ich habe leider nicht viel retten können, die waren schon tot. Ich weiß, aber ihr habt es versucht. Das zählt. Danke. Ich frage mich wirklich, was sich diese Söldner gedacht haben. Ganz gleich, was es mit den Ausgrabungen des neuen Großmeisters auf sich hat. Wer den Heiligen Orden attackiert, muss entweder sehr mächtig oder sehr leichtsinnig sein. Oder beides. Nun ja, lasst uns später weiterreden, in Ordnung? Ich will mich noch etwas sammeln. Natürlich. Kein Problem. Siehst du, du bist mir gleich viel sympathischer als dieser... So, genug gefaulenzt. Ich hab gelesen, genug gefortpflanzt. Diese Tränke hier werdet ihr später brauchen. Gebt gut auf sie Acht. Ansonsten ist es noch ein kleines Stück zum Ritualplatz. Die Sporen im Flüsterwald werden euch als Magiebegabten ein wenig zusetzen. Aber wir bleiben nicht lange dort. Alles Weitere erkläre ich dann am Ritualplatz. Noch Fragen? Nein. Oh, vielleicht doch. Ihr sagtet etwas von Sporen im Flüsterwald? Was genau hat es damit auf sich? Lange Geschichte, die Kurzfassung. Im ganzen Flüsterwald schweben Pilzsporen herum, die Halluzinationen herbeirufen und euer Arkanistenfieber verschlimmern. Entweder man belässt es also bei einem kurzen Spaziergang durch ein sporenverseuchtes Gebiet, oder man sucht sich magischen Schutz. Okay, gehen wir. Wohlan denn. Bleib dicht bei mir. Ich bin so dicht, wie ich noch nie dicht war. Seltsamer Trunk wurde hinzugefügt im Inventar. Können wir vielleicht uns den kurz reinziehen? Steht da irgendwas dabei? Das ist mein einziges Ambrosia aus dem Bankfach, was wir gefunden haben. Wie viel? 23%. Wisst ihr was? Eigentlich kann ich das sofort hier wieder trinken, oder? Würde ich schon sagen. Was meint ihr? Natürlich, mach immer. Ich meine, eine andere Methode habe ich bisher nicht gefunden, das Arkanistenfieber zu reduzieren. Deswegen bleiben wir erstmal so beim Ambrosia. Vielleicht finden wir noch andere Möglichkeiten. Komm, Jorek. Vielleicht sollte ich nochmal eine richtige Speicherung machen. Das mache ich hier gerade irgendwie viel zu selten. Bitteschön. Take it away, Jorek. Oh, Jesus. Diese Hoffnung auf Hirngespinst. Koarek hätte die Stadt eingenommen. Knapsflasche und deine verdammten Staub. Das war das Richtige. Irgendwann wirst du das begreifen. Allem, was passiert ist. The fuck? Mir ist kurz ein bisschen schwindelig geworden. Können wir kurz stehen bleiben? Ich möchte mich mit jemandem mitteilen. Geht weiter. Hallo? Jetzt nicht. Jorek?
Ich hatte eben wieder eine Art Vision. Ach, richtig. Eure Visionen. Und, was habt ihr gesehen? Eine Schar nackter Barbaren? Nein, ich weiß selber nicht genau, dass... Hört her. Ihr seid furchtbar begabt, das habe ich kapiert. Aber verschont mich mit diesem Quatsch von Visionen. Echo der Zukunft oder irgendwelchen Boten. Thehalor hatte schon immer eine Vorliebe für solchen esoterischen Quatsch. Aber ich bin wirklich der falsche Mann dafür. Also los, weiter im Takt. So einer bist du also, Jorek, eh? Kleiner Drecksack. Oh, das sieht aber schön aus. Flüsterwald. Faszinierend. Ich habe viel davon gelesen, ihn aber noch nie aus der Nähe gesehen. Meine Brüder und ich sind auf Jagdausritten schon dutzende Male an seine Grenze geritten. Aber hey, dafür kennst du sicherlich jedes Rattenloch in der Unterstadt. Jesus. Dieser Dunwar, der verteilt hier Disses ohne Ende. Oh, ich sehe einen Käfer. Komm. Boop. Gleich mal hier reinhauen. Können wir gleich die neue Kampfhaltung ausprobieren. Habe ich hier Götterschild Rang 2? Genau. Perfekt. Leute, ihr solltet euch langsam um das Vieh da hinten kümmern. Das letzte Mal hat mich das Vieh mit seinem Gift innerhalb weniger Momente getötet. Deswegen... Nice. Ich bin zu alt. Oh, 200 Erfahrungspunkte, hey. Tut zwar weh wie Drecksau, aber scheint zu wirken. Oh, fucking... Okay, also die Pilze auch, lieber aufpassen. Nirgendwo rangehen, wo irgendetwas leuchtet. Das ist mein Fazit hier. Vorsicht. Ich bin zu alt dafür. Jorek, das glaube ich dir. Sag es noch ein paar Mal öfter, dann glaube ich dir sogar noch mehr. Ich habe gehört, alte Menschen wiederholen sich gern. Am I right, Jorek? Können wir weitergehen? Da ist irgendwo noch so ein Käfervieh, aber ich will es echt nicht auf mich ziehen. Wo ist denn euer Kollege eigentlich? Oh, ich glaube, wir müssen dagegen kämpfen. Ich gehört, der Kollege ist hier schwer beschäftigt. Und er macht dem Vieh keinen Schaden. Das ist das Problem. Zum Glück hat es mich nicht vergiftet. Das Gift ist das eigentliche Problem hier. Goddammit, Arkanistenfieber, lass mich in Ruhe. Leute, lass uns weitergehen. Moment, seht ihr das? Was denn? Ja, der Mann. Was macht der da? Ach, da hinten. Ist doch einerlei, oder? Was soll er uns schon anhaben? Er hat hier nichts zu suchen. Kein Händler, der bei rechten Sinnen ist, würde freiwillig die Straße durch den Flüsterwald nehmen. Wir sehen uns das mal an. Haltet euch bereit. Oh, man. Was macht der mit der Spitzhacke? Was hackt der da? Sie ist nun bei mir. Für immer. Kirash. Was zum... Hey, ihr da! Wer seid ihr und was soll das hier? Sie ist nun bei mir. Für immer. Habt ihr was an den Ohren? Beißt euch aus, verflucht nochmal! Seine Augenmaske. Das ist der rote Wahnsinn. Verdammt! Natürlich! Ihr werdet nun diese Spitzhacke weglegen, Messer. Und dann auf die Knie. Sie wollte gehen. Versteht ihr denn nicht? Sie wollte mich verlassen, einfach so. Aber jetzt wird sie bleiben. Sie hat es mir versprochen. Oh, Jesus, Mann! Beim rechten Weg! Hast du den Verstand verloren? Dasselbe könnte ich euch fragen, verdammt! Habt ihr vergessen, was Magister Jero den Novizen angetan hat? Der Mann war besessen. Er hätte uns jeden Moment angreifen können. Ach, tatsächlich? Malfas behüte uns vor deinem Scharfsinn. Ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, dass wir die Krankheit verstehen lernen müssen, um sie zu heilen? Und dass manche Apothekarii für einen lebenden Befallenen ihre linke Hand gegeben hätten? Das ist nicht gerecht, Meister. Ich habe uns beschützt. Falsch. Du hast dich wie ein Idiot benommen. Und das nicht zum ersten Mal. Die Magister mögen deiner religiösen Hingabe und Blutlinie wegen darüber hinwegsehen.
Aber wenn so etwas nochmal passiert, dann suspendiere ich dich von der Prüfung. Und du kannst den Rest deines Lebens Gebetsbänke putzen. Hast du mich verstanden, Dunvar? Er wollte uns beschützen, Meister. Vielleicht... Hast du mich verstanden? Ich habe verstanden, Meister. Und ich bitte um Verzeihung für mein Fehlverhalten. Gewährt. Und jetzt weiter. Um die Körper kümmern wir uns nach der Prüfung. Eieiei. So sieht also der rote Wahnsinn aus. Spaß dir. Eieiei. Da sind sie noch am Seufzen. Selbst der Mund ist rot. Ich will ihn gar nicht looten. Das ist mir zu brenzlig, die Sache hier. Selbst hat er Menschenfleisch gegessen oder wieso waren seine Lippen auch so rot? Jetzt wissen wir, wie die Augen von wirklich von rotem Wahnsinn Befallenen aussehen. Das war ja ganz am Anfang, hatte ich so meine Theorie, dass vielleicht der Vater... Kommst du? Ich glaube, wir müssen einfach weitergehen. Oh. Oder sind wir schon da? Oh, wo seid ihr hin? Habe ich Halluzinationen? Ich glaube, sie sind schon vorgelaufen. Schon wieder Sharim Ralata. Wieder so eine Ralata-Versorgungs... mit Glimmerstaub, ganz genau. Nehmen wir natürlich mit, so ein bisschen Schnupfe. Einfach um zu wissen, wie es schmeckt, gell? So. Ich glaube, sie sind einfach hier hochgelaufen? Hallo? Nein? Oh, da ist eine große Treppe. Wo willst du hin? Vielleicht kannst du mir ein bisschen besser den Weg zeigen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin ein bisschen... Oh ja, da hinten scheinen sie zu stehen. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt gewesen, weil sie auf einmal weggeploppt sind. So, der Ritualplatz. Weißt du was? Ich warte noch auf den jungen Kerl da hinten einfach, dass er da auch angelaufen kommt. Nicht, weil ich meine, wir alle können ihn schon nicht besonders leiden. Dass wir nicht einfach ohne ihn anfangen. Der lässt sich echt Zeit, so als ob alle auf ihn warten würden, ne? So, gut. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar mit dem Vater, ne, aus dem Intro, da hatte er auch so ein bisschen rot angelaufene Augen und so weiter. Und deswegen habe ich es auch zuerst ganz am Anfang mit dem roten Wahnsinn in Verbindung gesetzt, weil wir da nur wussten, dass die Leute halt rote Augen bekommen. Aber nachdem wir das gerade eben da gesehen haben, diese Art von roter Augen sind auf einem ganz anderen Level. Das waren richtig leuchtend rote Augen. Dann hatte unser Vater am Anfang wohl doch nichts mit dem roten Wahnsinn zu tun gehabt. So, was ist jetzt hier los? Da. Bevor wir beginnen, gibt es noch etwas, das ich euch mitteilen muss. Etwas, Wichtiges.